Hallo Leute, ja, wir müssen schauen, dass wir jetzt hier Städtchen für Städtchen einmal durchgehen und gucken, dass wir wahrscheinlich diese Kutschen hier, die dann so besonders viel miese machen oder schlecht sind, wieder auf Vordermann bringen, ne? Nach dem Logo schauen wir da mal rein. So, und das ist jetzt mal hier auf dieser Liste. Beziehungsweise, vielleicht machen wir es auch nicht so, dass wir. Ja doch, wir müssen mal in die Städtbusse rein. Hier sind 7 Fahrzeuge drauf. Und wir müssten eigentlich schauen, wie viel stehen an welcher Stelle hier. Das wäre jetzt ganz wichtig zu sehen, ne? Weil ich glaube dann. Ach shit, jetzt habe ich den da mehrmal gemacht. Ich muss dieses Fenster erst zulassen. Muss hier erst reingucken. Da stehen nur 3, das ist nix. Da stehen nur 2, das ist auch nichts. Hier stehen schon mal 22. Hier stehen 23. Das ist auch reichlich. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Den haben wir. Hier ist noch eine Bushaltestelle. Na, knapp daneben ist auch vorbei. Die ist hier. Da stehen 18, ne? Da ist jetzt echt zu überlegen, ob wir da nicht was anders machen müssen. Hier ist ja noch wild gemischt sozusagen. Die wollen sogar intern wechseln. Und die auch. Und hier. Pichauer Straße und Ostende. Ja, das ist alles intern, ne? Was machen wir da? Hier stehen sie. 63 wollen intern auch noch zu Einhardtstraße. 17 zum Ostende. Müssen wir da vielleicht 2 Linien machen? Wo ist ein Ostende hier? Und die Einhardtstraße ist hier. Ja. Linienverwaltung. Neue Linie. Stadtbus Jena Süd. Und dann machen wir von da nach da, nach da. Nach da, nach da, nach da. Gut, und die andere Linie müssen wir umschreiben. Da machen wir Nord raus. Machen das mal zu. Haben wir Nord? Ja, Fahrplan ist. Den können wir hier gerade zumachen. Fahrplan ist Rathaus, ist klar. Einhardtstraße war hier. Das können wir rausnehmen. Ostheim ist da oben, der muss bleiben. Ostende ist hier, der muss bleiben. Plüchauer Straße kann weg und Vorstraße kann auch weg. So muss es sein. Die beiden Halte sind, nee, sind es die 3? Ne, ich glaube die. Passt schon. Diese und diese. Und diese 3 sind schon passend. Und jetzt müssen wir gucken, dass es da besser wird. Jetzt sind die natürlich alle verschwunden, weil da keiner war, ne? Naja, das ist halt so. So, und jetzt müssen wir hier noch gucken. Stadtbus Königsbronn. Ach so, wir müssen erst wieder gucken, wer wo steht hier, ne? Hier stehen 2 Fahrgäste, also nichts Wichtiges. Da steht einer, auch nichts Wichtiges. Da steht gar keiner, auch nichts Schlimmes. Hier stehen 17. Ja, dann ist nur noch Rathaus, ne? Und die wollen zur Krugstraße, das ist da. Ja, da kannst du nur wieder eine Linie aufmachen.
Stadtbus Königsbrunn. Krugstraße. Können wir jetzt so machen. So. Das haben wir schon mal. Jetzt müssen wir mal schauen. Nee, das ist falsch. Das und das. So, das ist richtig. Jetzt müssen wir noch mal in den Stadtbus hier rein. Fahrzeugliste. Jetzt machen wir hier einen nicht laden. Na, wir machen zwei nicht laden. Und wenn da keiner drin ist, dann setzen wir die auf eine andere Strecke. Wo sehe ich jetzt welche Leute hier da, ne? So, das kann zu, das kann zu. Machen wir gerade ein bisschen schneller. Der ist leer. So, und dann Fahrplan. Ne, Lippstadt nicht. Stadtbus. Königsbrunn. Krugstraße, da oben ist er. Wieso steht das da jetzt und bedient Linie da? Der ist erstmal egal. Das kann zu. Jetzt ist er hier noch. Der muss noch Leute loswerden. Bei dem anderen habe ich natürlich vergessen, das anzumachen, ne? Da steht nicht laden bei dem anderen. Wieso hat denn der da jetzt noch einen drin? Jetzt ist er weg. So, das heißt Fahrplan. Und da müssen wir Königsbrunn-Krugstraße eingeben. Freight, Fahrzeugdetails laden. Jetzt müssen wir gerade noch in die andere Kutsche rein. War das die? Ja, laden. Jetzt sollte das passen, oder? Jetzt können diese ganz vielen immer mit diesen zwei Kutschen da abgefrühstückt werden. Jetzt muss ich aber doch noch in die Stadtbus Königsbrunn rein und muss hier noch den Fahrplan ändern. Weil Krugstraße muss raus. Ich hoffe, jetzt ist die Krugstraße hier aber noch drin. Ja, ist sie. Da haben wir es diesmal richtig gemacht. Und hoffen, dass wir so ein bisschen mehr Geld auch machen, weil diese Kutschen sollten ja jetzt dann auch definitiv plus fahren mehr. So, wie sieht's denn mit dem Geld aus? 1,9 Millionen stehen da unten gerade. Was sagt unser Übersichtsplan hier? Monate? Ja. Hier irgendwo sind wir gelandet, ne? Das ist schon seit Ewigkeiten jetzt miese. Wir gehen weiter nach Zwischenahn. So, wie sieht's hier aus? Schöner Allee. Schönauer Allee ist da jetzt. Das heißt, wir machen jetzt neue Linie. Rathaus. Schönauer Allee, die ist hier. Und mehr machen wir da jetzt nicht, oder? Können wahrscheinlich noch eine mehr nehmen. Machen wir die da noch rein. Warte, das ist aber verkehrt. Erst zum Bahnhof, zum Rathaus zurück und dann dahin. So, dann passt das. Linie heißt Bad Zwischenahn Süd. Schuss. Können wir schließen. Müssen wir den nochmal aufmachen? Ist irgendwo einer, keiner drin? Nee. Diese Kutsche hat am wenigsten.
nicht laden. Prinzipiell lass es so. Fahrplan. War zwischen A und Süd. Wo ist es? Ganz oben, ja. Und dann soll der da jetzt fahren. Fährt er auch jetzt. So, und dann brauchen wir noch eine Kutsche. Nehmen wir die. Fahrplan. War zwischen A und Süd. Passt. Und die anderen sollen anders fahren. Zweier fahren da immer hin und her. So, jetzt müssen wir aber aus dem anderen Fahrplan noch was rausnehmen, ne? Wie hieß die Schönauer Allee? So, das heißt, wir machen das Rathaus hier weg und die Schönauer Allee auch weg. Und nennen das dann Nord. Passt. Ich hoffe, jetzt stehen die noch für Schönauer Allee hier. Oh ne, da wird jetzt eine Kutsche erwischt. Das ist die Haltestelle. Die stehen da auch noch. Passt. Ach so, die andere hätte ich auch noch wegmachen müssen. Ja, komm, dann ist Nord noch zu ändern. Fahrplan Nord. Wie heißt der da? Koblenzer Straße. Also der weg und der weg. Passt. Sorry. Ja, haben wir hier auch erledigt. Jetzt kommt das gleiche hier in Gütersloh nochmal. Gütersloh-Weinberg, aber da sind 25 nur. Ich glaube, das lasse ich da so. Gehen wir mal nach Lüneburg. Hier, Lüneburg-Albersdorfer Weg. Da müssen wir auf jeden Fall was machen. Wo ist der Albersdorfer Weg? Hier. Ja, das heißt Albersdorfer Weg, ne? Heißt das. Ach so, ich müsste. Warte, dann machen wir das mal mit Ost. Schon mal. Machen eine neue Linie. Stadtbus Lüneburg West. Schuss. Und fährt hier hin und dann nach da. Passt. So, dann kann das zu. Dann brauchen wir nochmal der Ost. Hier ist schon mal gleich sofort einer, den wir Fahrplan ändern machen können. Lüneburg West. Fährt. Passt. Noch einer leer? Ja. Fahrplan. West. West. Fährt. Und wenn wir schon dabei sind, dann kriegst du auch noch einen. Fahrplan. West. Warum steht da jetzt wieder eigener? Passt. So. Achso, wir müssen noch Ost ändern. Da muss, wie hieß die Koblenzer Straße? Nee, Albersdorfer. Albersdorfer muss raus. So, jetzt nochmal reingeguckt und die Albersdorfer stehen da hoffentlich noch. Alle weg. Keine Ahnung warum. Ich habe die doch aufgemacht, oder? Pferdekutsche findet keinen Weg mehr. Die ist aber weg, oder? Die fahren da alle weiter, oder? Oder doch nicht? Ohne Route. Eigene. Hat wieder gut geklappt. Aus dem Grund ist es wahrscheinlich auch, dass die Linie leer war.
Der fährt jetzt auch nicht, oder was? Doch, der wartet auf freie Strecke, stand da gerade, ne? Geht das jetzt oder geht das nicht? Warum ist da freie Strecke? Ah, hier ist der ohne Route. Ach Mann, ey. Aus dem Grund, ne? Sind die ganzen Fahrgäste da jetzt weg? Sowas Doofes aber auch. Ich glaube, jetzt fahren sie wieder alle, oder? Hier rechts steht noch einer in einem. Hier ist noch einer ohne Route. Lüneburg West hätte ich gerne. So. Fahr da mal lang und alles ist gut. Und da war jetzt noch eine Linie 46, habe ich gerade gesehen. Die können wir bestimmt löschen, weil nichts da drauf los ist. Genauso sieht es aus. Linie löschen. Passt. So, und jetzt stehen hier wenigstens wieder welche für die Albersdorfer Weg. Ja, 9 Stück schon gleich, dann passt es ja schon mal. Sind ja noch ein paar unterwegs für, ne? Wie sieht es denn hier überhaupt aus? 7, das passt. Wir haben 1,8 Millionen Miese. Haben wir denn schon was gemacht hier in unserem. Was sind das für eine Anzeige? Ach, das sind Jahre, okay. Weiß nicht, sieht jetzt nicht so aus, dass es hochkommt. Das ist ja nochmal wieder runtergesackt, ne? So, da waren wir, jetzt gehen wir 2 Brücken drinne. Hier ist Dingens. 2 Brücken Beuthstraße und 2 Brücken am Niedernholz. Niedernholz ist hier und Beuthstraße ist da. Ja, auch komisch zu machen dann. Sieht irgendwie aus, dass die auch nicht so richtig fahren, ne? Gut. Also die Beuthstraße würde ich auf jeden Fall rausnehmen wollen. Das ist jetzt Stadtbus 2 Brücken Hammer Süd. Und dann fahren die von da nach da und von da nach da. Ja, so machen wir es. Der Rest ist das andere. So, das haben wir. Das ist Rathaus, das ist verkehrt. Mach das zu, ich brauche gerade eine Kutsche. Das ist es. Ich sehe gerade eine leere Kutsche. Nicht wirklich. Fahrplan. 2 Brücken Süd. Ist drauf. Ist erledigt. Die Kutsche kommt auch darauf. 2 Brücken Süd. Ist erledigt. Gibt es noch einen mit wenig drinne? Alle anderen sind voll. So, jetzt müssen wir aber diesen Fahrplan noch ändern. Die Beuthstraße kommt da raus. Das andere war die Watzlawn-Neumann-Straße. Da, fertig. Passt. Ja. So haben wir es gelassen jetzt. So, fahren die alle noch? Irgendwie ja oder doch nicht? Vielleicht entzerrt sich das hier auch dadurch ein bisschen. Allerdings fahren alle zum Rathaus, das wird schwierig. Gut, dann sind wir jetzt ein Stück weiter. Bei Bayreuth schauen wir rein. Da ist hier die Haltestelle. Bayreuth Thomaskirche. Ist hier. Ja. 1, 2 und das ist 3. Ja, das ist schwierig, ne?
Eigentlich müssen wir hier eine Straßenbahn haben, aber die haben wir noch nicht. Linie geht schon mal hinzubauen, aber ich glaube, Fahrzeuge sind das Problem. Ja, können wir nicht machen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir aber erst hier einen Cut. Ich hoffe, dass wir ein bisschen wieder auf den grünen Zweig hier kommen. Haben wir hier reingeschaut. Ah, der Monat ist halb rum. Und wir sehen hier noch bei 278%. Müssen wir mal schauen, weiß ich nicht. Ich habe nicht vorgespult. Wir müssen erst gucken, dass wir es in den Griff wieder kriegen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.